Also, vielen Dank für die Geduld mit unserem kleinen technischen Problem. Es freut mich sehr, Vera Eichenauer begrüßen zu dürfen. Sie ist bei OpenData CH und stellt neues Vehikel zum Funding von Civic Tech Projekten in der Schweiz vor. Kleiner Applaus für Vera. Ja, vielen Dank. Schön seid ihr hier, trotzdem, dass es so draußen so schön ist. Ich freue mich super, dass wir den Prototype Fund hier einfach vorstellen können. Also es wird jetzt nicht eine reine Präsentation sein, sondern es geht auch mit euch überhaupt in den Austausch zu kommen. Auch was soll dieser Prototype Fund? Brauchen wir diesen Prototype Fund? Was kann er leisten? Aber natürlich werde ich auch einen kurzen Überblick geben, was ist der Prototype Fund eigentlich? Was sind die Zielsetzungen vom Prototype Fund und wie ist so ein bisschen das Programm, das wir fördern. Ich möchte mit einer Einstiegsfrage anfangen, und zwar die Frage, ob sich die Digitalisierung positiv auf die Demokratie auswirken wird. Und zwar würde ich das gerne so ein bisschen hier im Saal als Stimmungstest machen. Ihr kennt vielleicht diese Temperaturanzeige, die so von kalt nach heiß geht, und ich würde sagen, nehmt mal eure linke Hand, und diejenigen, die denken, dass die Digitalisierung oder digitale Lösungen für die Demokratie stärken wollen, würden eher nach links gehen und die anderen eher nach rechts. Also für euch links, also dass ihr, genau, also die denken eher positiv, man kann auch in der Mitte sein oder natürlich rechts. Also dann mal kurz. Ziemlich gemischt. Ich würde super gerne zwei Stimmen einfangen, vielleicht einmal hier und einmal weiter hinten. Wer war kritisch dort? Gab es jemand sehr Kritisches? Wer war sehr kritisch da? Irgendwo hatte ich ein paar Rettende nach rechts. Niemand kritisch? Wer hatte nach rechts die Hand? Da hinten. Hast du schnell das Mikrofon? Also. Also was stimmt dich so kritisch? Also ich war in der Mitte, aber ich bin trotzdem kritisch, weil ich glaube, das ist nur so gut, wie wir auch als Bevölkerung diese Digitalisierung oder diese Maschinen einsetzen. Also es hängt immer wieder von uns an, ab, wie wir solche Instrumente einsetzen. Darum bin ich kritisch, weil ich glaube, dass im Moment der Hype der Digitalisierung viele Leute einfach mitmachen möchten und in diese Richtung auch gehen möchten und zu wenig hinterfragen, was es wirklich mit uns macht oder wohin das geht. Okay, ich denke, da können die meisten zustimmen. Also es ist nicht an sich einfach eine Lösung. Digitalisierung wird nicht alle Probleme einfach so lösen. Kommen nachher nochmal so ein bisschen, wo wir vielleicht auch am Ende dazu, wo wir das Potenzial sehen, dass digitale Lösungen die Demokratie stärken können. Als nächstes möchte ich mal kurz fragen, wer von euch hat schon so partizipative Demokratie-Tools selber benutzt? Okay, ich würde sagen, knapp 50%. In diesem Rahmen selbst, wir sind wahrscheinlich nicht wahnsinnig repräsentativ für die Gesamtbevölkerung, relativ zurückhaltend genutzt, finde ich sehr spannend als Feststellung. Gibt wahrscheinlich verschiedene Gründe, warum man das nicht gemacht hat. Und jetzt vielleicht als dritte Frage, auch für uns selber in Frage zu stellen, selbstkritisch zu sein, braucht es denn Geld für digitale Demokratieprojekte der Zivilgesellschaft, wie es der Prototype Fund sie anbietet? Bitte die Hände hoch für diejenigen, die glauben, es braucht es. Ich habe fast alle, aber nicht alle, finde ich auch gut. Müssen wir uns beweisen, dass wir tatsächlich etwas Gutes mit diesem Geld machen. Jetzt möchte ich ganz kurz den Prototype Fund vorstellen oder beziehungsweise was der Prototype Fund in der Schweiz macht. Wir sind nämlich auf dem Vorbild des deutschen Prototype Funds aufgebaut und haben auch ganz viele Sachen erstmal vom Prototype Fund Deutschland übernommen. Den gibt es seit 3 Jahren, der ist dort mehr vom Bundesministerium finanziert und die haben bereits 120 Public Interest Tech Projekte gefördert, alle mit Open Source Code. In der Schweiz ist der Prototype Fund, wie die meisten Sachen in der Schweiz, kleiner. Okay, jetzt kommt die
Challenge, dass ich nicht zum nächsten Slide komme. Vielleicht so. Ja, hier. Genau. Also hier mal ganz eine kurze Übersicht. Ich werde noch mehr darauf eingehen und ihr könnt natürlich Fragen stellen jederzeit. Also was fördert der Prototype Fund? Projekte zur digitalen demokratischen Mitwirkung. Und wir möchten, dass es als Open Source Lizenz dann veröffentlicht werden wird. Grundsätzlich sind wir offen, wer konkret diese Projekte macht, Einzelpersonen oder Teams. Wir müssen den Wohnsitz in der Schweiz haben und über 18 Jahre alt sein und können sich bis zu auf 100.000 Schweizer Franken bewerben. Und wir werden mindestens 5 Projekte fördern. Also hier sind wir relativ flexibel. Es wird auch davon abhängen, wer bewirbt sich dafür, wie viel Geld möchten die Projekte und brauchen sie das Geld auch wirklich oder blähen sie es nur auf, weil mehr Geld ist ja immer besser. Man weiß ja nicht, was man sonst noch damit machen könnte sozusagen. Aber grundsätzlich könnte man schon ein größeres Projekt damit realisieren und die Idee ist, während 6 Monaten eine Entwicklung vom Konzept bis zum Prototypen zu machen. Also Ideen, vielleicht gibt es schon ein Mini-Prototypen, das dann wirklich in 6 Monaten zum Funktionieren zu bringen und auch User-Testing zu haben, erste Evaluationen, wie funktioniert das mit den Zielgruppen. Wichtiges Thema bei dem bei demokratiepolitischen Sachen ist natürlich die Finanzierung. Es ist eine gemeinsame Initiative von der Stiftung Mercator Schweiz, die dieses Projekt fördert und umgesetzt wird es vom Verein opendata.ch, gemeinsam von mir und Niki, Geschäftsführerin von Open Data. Genau, das ist die Finanzierung. Das nächste wichtige Thema ist, was verstehen wir unter demokratischer Mitwirkung? Wir verstehen es relativ breit. Ich habe mir versucht, das so ein bisschen strukturiert anzugehen. Und zwar denken wir, es gibt im Ganzen, so vielleicht kennt ihr das im Politikzyklus, Bereiche, wo digitale Tools ein Potenzial hätten, die Demokratie zu stärken. Ich gehe jetzt einfach mal durch, mache gewisse Beispiele, aber das ist auch völlig, sind vielleicht die dümmsten Ideen. Also vielleicht gibt es so viel bessere Ideen im Raum und hoffentlich hören wir hier noch vielleicht nachher die eine oder andere. Also wenn man oben rechts anfängt, dann ist ja häufig, denkt man irgendwie mit informieren, fängt es an, gute Information, also transparente, zivilgesellschaftliche Information, kritische Information, also nicht einfach nur, was die Unternehmen oder die Verwaltung oder Politiker uns sagen. Dann geht es vielleicht auch darum, die Herausforderungen zu beschreiben. Die Zivilgesellschaft sagt überhaupt, wo drückt der Schuh, wo müssen Probleme angegangen werden, also sozusagen dieses Agenda-Setting-Element. Dann geht es darum, Informationen bereitzustellen, auch zu sagen, wo konkret jetzt drückt der Schuh, oder nicht einfach nur der Schuh drückt, sondern wo konkret müssen wir ansetzen, wo sind die Probleme wirklich. Manchmal muss man da Daten sammeln von der Zivilgesellschaft, das wäre vielleicht ein Ort. Dann geht es darum, Ideen vorzuschlagen, wie könnte man das Problem angehen. Fachwissen einbringen, vielleicht ganz spezifisch, da stelle ich mir im Moment vor, dass vielleicht kleine Gemeinden ganz spezifisch Fachwissen angehen möchten, wo sie aber nicht jemanden bezahlen möchten, wo sie nachher vielleicht wo ihnen nachher gesagt wird, ja, aber du hast ja einfach für diese Meinung bezahlt, sondern dass sie zivilgesellschaftliche Unterstützung an Fachwissen haben möchten. Dann geht es natürlich sehr wichtig in der Demokratie ums Diskutieren, um den Austausch über verschiedene Meinungen, eine Meinung gemeinsam entwickeln, verschiedene Argumente überhaupt einzubringen, alle Argumente zu sehen und einzuordnen und dann auch zu gewichten. Dann geht es darum, die Vorschläge zu entwickeln, also ganz konkret könnte das sein, dass man vielleicht einen Politiker unterstützt in einem der Formulierung eines Gesetzesvorschlags, wie wir wissen, dass Unternehmen das ja manchmal für Politiker vorbereiten, müsste man halt als Zivilgesellschaft ja auch das machen können und vielleicht braucht es da bessere Tools, das zu machen. Dann geht es darum, bestehende Vorschläge zu prüfen, also da geht es typischerweise natürlich um Vernehmlassungsverfahren, also wir möchten nicht Sachen fördern, wo wir eigentlich finden, das muss natürlich der Staat machen, also das ist die Regierung, die dort auch digital vorangehen muss, aber ein Prototype-Fund könnte Projekte fördern, die dort eine Speerspitze sein und mit gutem Beispiel vorangehen und das dann von der Verwaltung vielleicht zum späteren Zeitpunkt dann wirklich übernommen wird.
Das kann aber auch innerhalb von einem Verein sein, dass man versucht, diese Vorschläge dann zu prüfen. Dann geht es darum, natürlich Entscheidungen zu treffen. Es geht nicht um E-Voting, aber es geht ja trotzdem auch in zivilgesellschaftlichen Organisationen müssen Entscheidungen getroffen werden. Wie trifft man die mit Transparenz, aber trotzdem Anonymität? Und schlussendlich geht es sicher auch darum, die Bewertung von staatlichen Handlungen, Dienstleistungen und öffentlichen Gütern, die bereitgestellt werden. Wenn man diese Informationen hat, kommt man sicher wieder in die Informationsphase hinein. Also es ist jetzt einfach, um euch einfach mal die Breite dieses Prototype Fund eigentlich aufzuzeigen, was wir grundsätzlich fördern können. Wie ich schon gesagt habe, bis zu 100.000 Schweizer Franken pro Team. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit für professionelles Coaching. Hier hängt das völlig von den Teams ab. Brauchen Sie jemanden, der Ihnen hilft, eine Brand aufzubauen, besser zu kommunizieren, dass die Plattform genützt wird? Brauchen Sie ein Coaching mehr? Wie sollen wir das auf der technischen Seite gewisse Sachen anlösen? Brauchen wir juristische Unterstützung im Bereich Datenschutz? Also das wird den Teams überlassen. Je nachdem, wie viele die Teams hat, gibt es diese Coaching-Sachen. Dann ist es sehr wichtig, bei uns auch im Programm wird es sein, dass wir gemeinsam lernen, also dass es Austausch zwischen diesen verschiedenen Teams gibt. Versuchen, neben dem Kick-Off-Workshop noch einen anderen Workshop zu organisieren, aber dort geht es auch darum, dass man sich gegenseitig unterstützt, weil man doch häufig mit sehr ähnlichen Problemen kämpft. Und natürlich stellen wir als opendata.ch mit unserem Board und unserer Jury unser Netzwerk zur Verfügung, sowohl national wie auch international. Und ganz kurz zur Bewerbung, ich komme gleich noch zu den Zeitpunkten hier. Also wir möchten, dass sich Leute schon mit einem Konzept bewerben, also nicht mehr mit einer vagen Idee, wir müssten die Transparenz irgendwie verbessern, sondern konkret, wie möchten wir das machen? Also es geht wirklich ganz, geht darum, dass man eigentlich dann am Projekt Tag 1 mehr oder weniger loslegen kann mit, wie machen wir das jetzt? Wer fängt, kann gleich wo anfangen. Also es braucht einen Projektplan mit Meilensteinen. Es muss klar sein, wer im Team ist. Also wir möchten nicht einfach sagen, ja, wir stellen dann irgendjemanden noch an, der macht dann die technische Lösung für uns, sondern wir möchten wissen, wer macht dann die technische Lösung für euch. Habt ihr mit der Projektperson auch schon gesprochen? Natürlich, was braucht ihr für ein Budget und für was braucht ihr auch euer Budget? Also braucht ihr für mehr auf der Programmierseite, braucht ihr es mehr auf der konzeptionellen Seite? Welche Person soll auch ungefähr wie viele Stunden erhalten. Ich meine, natürlich kann man das alles so beschränkt planen, aber auch, dass das Team schon sich so ein bisschen Gedanken gemacht hat. Und uns ist auch sehr wichtig, dass es eine Umfeldanalyse gibt, dass man nicht einfach so aus dem, ich interessiere mich vage für Politik und ich finde, man sollte was machen, herauskommt. Also nicht nur mit Goodwill, sondern schon auch konkret geredet hat mit, vielleicht, wenn man sagt, die Umweltbewegung, zivilgesellschaftlich, braucht mehr digitale Mittel, habt ihr euch mit diesen NGOs auch schon zusammengesetzt und versteht, was sie brauchen oder wo es vielleicht daran scheitert. Also, dass man wirklich mit den Leuten, die dann Tools auch benutzen sollen, dass man die kennt und nahe an dem der Zivilgesellschaft dran ist. Zum groben Ablauf, also den Prototype Fund stellen wir jetzt überall vor, möchten ihn bekannt machen. Am 17. März wird dann dieses Bewerbungstool online sein und da kann man sich bis zum 14. Mai bewerben und wir versuchen dann relativ schnell mit der Jury zu entscheiden und am 2. Juli diese Entscheidungen zu kommunizieren, damit wir auch am 1. September dann mit den Projekten loslegen können und während 6 Monaten intensiv diese Prototypen entwickeln und testen können und am 2. März 2021, ich glaube, ich hatte noch nie ein Datum, das so weit vorne in meiner Agenda steht, dann diesen Demo-Day zu machen und diese Prototypen tatsächlich vorzustellen und vielleicht auch gleich fürs Publikum miterlebbar zu machen. Die Kultur ist eben Prototypen. Es kann nicht alles funktionieren, das ist klar, man schreibt eine Bewerbung und wenn man anfängt, Sachen umzusetzen, kommt es meistens mindestens anders, als man denkt und meistens noch anders, als man denkt. Und
darum, das widerspiegelt sich ein bisschen auch in unserem Logo. Man kann hier auf unserer Webseite von unseren tollen Designern, kann man das rote P, das sozusagen die Projekte sind, selber verändern. Und wir wissen noch nicht, welche Form dann diese roten Ps nehmen werden, die wir auch am Anfang mit diesem Prototype Fund dann fördern werden. Also es ist eine Kultur der Prototypisierung, wo man halt mit Trial and Error vorwärts macht. Und ich glaube, das steht hier im Vordergrund. Und bei Fragen kommt ihr nachher einfach auf mich zu oder erreicht mich natürlich auch per E-Mail. Gibt es dazu erstmal Rückfragen zum Prototype Fund? Sonst würde ich gerne mit euch noch eine andere Überlegung machen. Also die Sachen, die der Prototype Fund Deutschland fördert, was hier alles unter Public Interest Tech zusammengeführt ist, ist alles Open Source Code und kann ja alles als Basis dienen, um hier Projekte weiterzuentwickeln. Also das werden wir auch in der Bewerbung abfragen. Baut ihr auf internationalen Initiativen auf? Verwendet ihr welche anderen Programme und Pakete, die es schon gibt? Werdet ihr verwenden in eurem Programm? Also manchmal muss man das ja einfach ein bisschen anders verwenden in der Schweiz. Man muss nicht dieses Rad neu erfinden, damit man gefördert wird. Nein, das muss man nicht. Genau. Ja. Du zuerst? Habt ihr schon Verknüpfungen zu den Anwendern dann, also im Sinne von die öffentliche Verwaltung, die idealerweise dann die Ergebnisse von den Tools umsetzt oder sie zumindest akzeptiert irgendwie als Teil ihrer Prozesse? Ich glaube, das würden wir versuchen, das bereitzustellen. Das hängt natürlich völlig von den Projekten ab. Also ich glaube, das hängt völlig davon ab, wo wir im Prozess sind, um die digitale Mitwirkung zu stärken. Aber es ist natürlich so, dass wir bei gewissen Projekten wird das zentral sein, dass dieses Element geht. Bei anderen geht es vielleicht auch darum, dass die Zivilgesellschaft sich selber besser organisieren kann. Darum, ja. Aber mir ist es super wichtig, weil das ist auch für die Nachhaltigkeit entscheidend, was uns einfach ein Riesenanliegen ist. Ja, da hinten eine Frage. Muss die Anwendung der demokratische Prozess in der Schweiz sein oder einfach grundsätzlich ein demokratischer Prozess und in der Schweiz entwickelt werden? Es soll die demokratische Mitwirkung in der Schweiz stärken. Wenn es zum Beispiel ein Projekt ist, was auch eine internationale Komponente hat, dann könnte der Prototype Fund einfach nur die Schweizer Komponente oder das Schweizer Beispiel fördern, um sozusagen die Grundlage der Software zu bilden, und das könnte ja dann in anderen Ländern weiterentwickelt werden. Aber es muss diese Schweizer Komponente haben. Ja, ja, also zum Beispiel, wenn es jetzt Wikipedia noch nicht gäbe, wäre das etwas, das ihr fördern würdet, was ja schlussendlich einen globalen Anwendung hat, aber auch in der Schweiz. Also schlussendlich kann ich es eh nicht entscheiden. Ich darf ja dann immer auf die Jury verweisen. Ich würde sagen, den Teil, wo es zum Beispiel darum geht, die Information in der Schweiz zu stärken, könnte man fördern. Und wenn man sagt, man baut jetzt einfach mal die Infrastruktur auf, um es in der Schweiz diese Artikel zu generieren, würde ich sagen, ja. Ich habe zwei Fragen. Mal die erste, kannst du prominente Beispiele geben aus Deutschland, was die so gemacht haben oder was gefördert wurde? Ich versuche immer nicht einzelne Projekte weil einzelne Projekte zu highlighten, weil ich sage, die sind besser oder schlechter. Ich weiß nicht mal, welches das prominenteste Projekt von Ihnen ist, aber Sie haben zum Beispiel etwas versucht, was jetzt Sie fördern viel breiter, also alles Public Interest Tech, nicht nur demokratische Mitwirkung, was mehr so Civic Tech ist, haben Sie versucht, einen umgekehrten Smart Vote zu machen, was bei Ihnen, was in Deutschland der Wahlomat ist, wo man tatsächlich nicht nur schaut, was sagen denn die Politiker vor den Wahlen, sondern
das auch abzugleichen mit dem, was sie in der vergangenen Legislaturperiode gemacht haben, beziehungsweise zum Schauen, was war in der letzten Smart Vote und was haben sie dann während der danach gemacht. Also das ist ein Projekt, was ich persönlich einfach super spannend finde. Und die zweite Frage, wie nachhaltig ist das? Also gibt es da noch eine zweite Runde, dritte Runde oder ist nach dem Projekt die Finanzierung so vorbei und dann ist der Prototyp da? Oder wie plant ihr das, nachhaltig aufzugleisen? Also die Planung, also die Nachhaltigkeit ist uns extrem wichtig. Von unserer Seite werden wir frühzeitig, und das war auch ein bisschen Auswahl für Jurymitglieder, versuchen, über die Finanzierungsmodelle nachzudenken, um das auch am Leben zu erhalten danach. Also das ist uns ein großes Anliegen, auch an diesem Demo-Day wirklich Finanzierer, sei es von öffentlicher Hand oder von Stiftungen, wirklich an diesem Demo-Day zu holen und vorher schon die Kontakte zu etablieren. Genau, also das ist die Seite. Ob der Prototype Fund längere Zukunft hat, wird auch davon abhängen, wie das Programm läuft. Aber natürlich gibt es auch Interesse, dass wenn das ein sehr erfolgreiches Programm ist, hat es natürlich auch Chancen, dass das wieder verlängert wird. Genau. Gut, dann habe ich noch einige Minuten und es wäre jetzt super, wenn ihr euch vielleicht zu zweit also zuerst selber kurz nachdenken und zu zweit etwas diskutiert, wo ihr den größten Bedarf seht, also wo ihr denkt, die Schweizer Demokratie hat die größten Herausforderungen und ob überhaupt digitale Lösungen dort etwas bringen können. Das sind ja zwei separate Fragen. Vielleicht könnt ihr einfach mit eurem Nachbar oder zu dritt kurz diskutieren, wo ihr das Potenzial von digitalen Lösungen seht und dann können wir vielleicht noch kurz noch ein bisschen einige Stimmen hören. So habt ihr einige, ihr habt bestimmt viele Herausforderungen identifiziert. Also ich sehe schon, es ist ja so, es gibt super viel Herausforderung in der Demokratie, darum sind wir auch so heftig am Diskutieren. Und mir wäre super interessiert, einfach von euch ganz kurz zu hören, wo hat euch die Schweizer Demokratie am meisten Herausforderung und wo könnten digitale Lösungen etwas weiterhelfen? Vielleicht hat Niki einfach ein paar Input sammeln, was ihr diskutiert habt. Also ihr dürft gerne die Hand aufstrecken. Ja. Also wir hatten beide den Punkt Budgetierung, wofür wird Geld ausgegeben, wie werden Budgets allokiert und gerade jetzt auf kleinerer Skala, die ganzen Repair-Cafés, die ganzen kleinen Initiativen, die sind irgendwie unter dem Radar von sowas, also die können eigentlich nicht an Public Funding rankommen, aber Menschen machen da total viel für die Allgemeinheit, müssen sich immer über Spenden finanzieren. Wäre jetzt ein Gedanke, dass man jeder Schweizer könnte, Schweizerin könnte 500 Franken pro Jahr bekommen, um sie an so Sachen zu spenden, aber die kann man nur gemeinsam ausgeben oder die kann man nur an so so Geld, was nur für Spenden da ist, dass die Leute ein bisschen mehr selber ihre Budgets kleinteilig organisieren können. Da gibt es so coole Mechanismen, Quadratic Voting und so, da müsste man dann vielleicht digital rangehen. Aber Budgetierung war unser Punkt. Aber Budgetierung von zivilgesellschaftlichen Organisationen? Eigentlich von öffentlichen Geldern am liebsten. Okay. Also, dass es vielleicht einmal eine Budgetallokation gibt, alles, was da jetzt in diesem begrenzten Topf ist, wird mit dem neuen Tool alloziert und dann ist aber sehr dezentral und sehr von Einzelvotes abhängend verteilt. Okay, also so partizipative Budgetierung ein bisschen. Ja. Weitere Stimmen? Es wurde so viel diskutiert, ich kann mir nicht vorstellen. Oder habt ihr einfach keine digitalen Lösungen für diese Probleme gesehen? Ja. Wir haben bei uns in der Runde noch diskutiert, dass die Transparenz vom ganzen Politikzyklus von einem Geschäft, einem Gesetz, das dann eben mal in die Vernehmlassung kommt, dann die Beratung in den Räten, dass das noch besser transparenter, besser dokumentiert, besser öffentlich zugänglich gemacht werden könnte. Da gab es auch verschiedene Voten dazu.
Jetzt eins ist mir auch noch eingefallen, gerade bei Gemeindeversammlungen in der Schweiz. Das sind immer in der Regel 3-5% von Leuten, die gehen dahin. Man kann sagen, es geht nur um Geld, aber wenn man da noch etwas machen könnte, weil letztlich ist ja die demokratische Limitation von diesen Gemeindeversammlungen, die kann man wirklich in Frage stellen, wenn so wenige Leute hingehen, ob man da nicht noch Möglichkeiten sieht, dass nicht nur irgendwie auf der Homepage der Gemeinde die Dokumente 2 Wochen vorher aufzuschalten, das ist einfach nicht wirklich freundlich. Ob man das dann wirklich so ein E-Voting auf Gemeindeebene machen möchte, das wäre dann wirklich dann die Königslösung. Aber sowas in diese Richtung, wie kann man die kommunale Mitbestimmung, die immer so hoch gehalten wird in der Schweiz, alle sind stolz drauf, aber letztlich keiner geht hin oder viel zu wenige. Ja. Das ist irgendeine Form von digitaler Gemeindeversammlung, eventuell sogar mit Voting, aber dort, ja. Es ist ein Lieblingsthema von mir als Vorwarnung, aber wir reden sehr viel über E-Voting. Es gibt noch viel zu wenige Leute, die Ideen entwickeln für E-Collecting. E-Collecting würde heißen, dass man Initiativen und Referenten auf dem Smartphone oder einem anderen Device unterzeichnen kann. Das Interessante daran ist, dass E-Collecting aus dem Dornröschenschlaf erwacht. In 2 Wochen wird in Schaffhausen eine Pressekonferenz stattfinden, wo ein Prototyp vorgestellt wird für E-Collecting. Interessant ist Schaffhausen, weil sie schon die EID Plus haben. Also sie werden dann, wenn die Volksmotion, das heißt Leute unterschreiben, im Parlament wird diskutiert, angenommen wird, vielleicht der erste Kanton mit einem E-Collecting-Prototype mit EID sein. Und ich denke, dass es gibt verschiedene Kantone, die auch E-Collecting zum Thema machen, Basel, St. Gallen etc. Und die brauchen eigentlich Prototypen. Und da wäre es sehr spannend, verschiedene Ideen zu entwickeln. Eine Idee, die ich sehr gerne umgesetzt sehen würde, wäre die Idee, dass eben E-Collecting auch ohne EID geht, nämlich mit Touchscreen-Unterschrift. Wer die rechtliche Lage anschaut, wird sehen, dass es möglich wäre. Und stellt euch einfach vor, ihr könntet auf eurem Handy eine Initiative oder ein Referendum unterzeichnen. Ich glaube, viel mehr von euch würden das tun. Und ich denke, es wäre sehr cool, diese wichtige Hürde zu knacken, damit mehr Leute sich am Agenda-Setting in der direkten Demokratie beteiligen. Vielen Dank, Dani. Vielleicht noch eine letzte Stimme und dann müssen wir, glaube ich, schließen. Sehr gut, alle machen mit. Hi. Ich hätte gerne eine Art Git oder GitHub für Gesetze, wo man nachvollziehen kann, wie ist ein Gesetz entstanden, was sind die Diffs, wer hat was gemacht, wessen sind all diese Veränderungen, damit man das nachvollziehen kann, damit man auch Commits machen kann, damit man auch sagen kann, ich möchte hier Cherry-Picking machen für ein bestimmtes, aus einem anderen Gesetz in dieses Gesetz rein. Also, okay. Das hätte ich gerne. Super. Sehr gut, dann denke ich, wir schließen hier, damit wir in der Zeit bleiben, oder? Jo, super. Ich glaube, der Erste, der pünktlich fertig ist. Herzlichen Dank für diesen super Vortrag. Ich meine, was gibt Schöneres als Geld für gute Dinge? Genau. Auch ein spannendes Programmieren dabei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielleicht bewerben sich ja die einen oder anderen oder formen ein Team. Herzlichen Dank und nochmal Applaus für Vera von Open Data. Applaus